Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Schlafstörungen lösen, und zwar auf einen ganz besonderen Weg, indem wir Blockaden auffinden und diese auch wirklich endlich lösen können, sodass sie auch gar nicht mehr zurückkommen. Dieses Training, wie das funktioniert, das hat David Overbeck entwickelt und er ist heute bei mir und ich freue mich sehr. Bleiben Sie dran. Hallo lieber David. Hallo, schön, liebe dass Corinna. Du da bist. Wir hatten ja schon einige Interviews über dieses besondere Training. Doch für den ein oder anderen Zuschauer, der jetzt die 6 vorherigen Interviews nicht gesehen hat, vielleicht kannst du doch noch mal ein bisschen was zu dem ganzen System, wie das aufgebaut ist, erklären, was du da entwickelt hast. Also der Grundgedanke, den wir hatten, war, Gesundheit ist blockadefrei. Und das würde ja bedeuten, wenn man eine Blockade löst, die für eine Beschwerde zuständig ist, dann müsste was mit der Beschwerde passieren? Weggehen. Die müsste weggehen. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, das Wort Blockade kennen wir alle, aber was das aus der Sicht von Zellfunktion wirklich ist, ist, denke ich, den meisten nicht wirklich greifbar. Ja, ja. Der ein oder andere denkt vielleicht an eine mechanische Blockade oder eine Muskelverhärtung. Was verstehst du unter Blockade? Was ist in diesem Wort alles wirklich gespeichert, was so einen massiven Einfluss auf unseren Körper auch hat? Also alle Funktionen unseres Körpers werden ja gesteuert und zwar automatisch. Weil wir leben ja, obwohl wir denken. Wir müssen nicht über alles nachdenken. Mhm. Und diese Steuerung, die sitzt sozusagen in der DNA. Und deswegen, wenn die DNA alle Abläufe einer Zelle steuert, aber auch wie andere Zellen zusammenarbeiten, dann ist da so eine Art Software, könnte man sagen, wie beim Computer. Und wenn diese Software richtig arbeitet, dann haben wir die richtige Funktion. Mhm. Ist dort drin aber sozusagen etwas verfaltet, also die Daten werden nicht richtig übertragen, dann kann die Zelle, obwohl sie von der Hardware, von der Funktion heile ist, nicht richtig arbeiten. Und deswegen sind Blockaden ursächlich gesehen ein Problem der Zellkommunikation, also dieser Vernetzung von Zellen. Und was kann sowas auslösen, wenn wir wirklich an den Ursprung mal gehen? Also grundsätzlich, dadurch, dass alle Funktionen ja automatisiert sind, sind alle Beschwerden, die nicht durch unser bewusstes Denken entstehen, müssen ja damit zusammenhängen. Mhm. Und deswegen ist es total spannend, wenn ich daran gehe und den Menschen mal aus dem Blickwinkel von Zellkommunikation sehe. Also aus dem Blickwinkel, unter welchen Bedingungen Zellen nicht mehr richtig arbeiten und blockieren. Was ist möglich, wenn man der Reihe nach diese Blockaden wieder freischaltet? Also, dass die Zelle das von alleine wieder richtig ordnet. Mhm. Weil erst wenn die Zelle das von alleine macht, bleibt das bestehen. Wenn ich einen Reiz mache, kann ich das kompensieren. Aber sobald ich mit meinem Reiz aufhören würde, würde die Zelle in ihr altes Muster zurückfallen. Und inwieweit kann sowas jetzt Einfluss auf Schlafprobleme haben? Ja, das ist ziemlich spannend, weil in dem Fall macht es vielleicht mal Sinn, sich so einen Fall anzuhören, welche Blockaden man gelöst hat und dann versteht, warum der Schlaf sich dadurch verändert. Ich habe ein paar tolle Zellreaktivtrainer, die mir Erfahrungen gesendet haben. Wir kriegen also jeden Tag welche rein. Und ich habe eine aus der Schweiz mitgebracht, wo es um das Thema Schlafstörung geht. Na schön, dann schauen wir uns die mal an. Ja, ein herzliches Hallo aus der Schweiz. Ich bin Martina Jörg, ich bin Zellreaktivtrainerin und habe meine Praxis in Oberenz. Und ich würde gerne eine Erfahrung mit euch teilen. Es handelt sich um eine Klientin von mir. Sie hatte seit den Wechseljahren sehr, sehr große Schlafprobleme. Das hat sich so geäußert, sie konnte nicht einschlafen. Wenn sie dann nach 2-3 Stunden vielleicht mal eingeschlafen ist, dann hat sie so 2 Stunden geschlafen, war dann wieder wach und das war's dann für den Rest der Nacht.
Sie war entsprechend am Morgen sehr, sehr müde, gerädert, unmotiviert. Sie konnte sich durch den Tag nicht konzentrieren, konnte kaum mehr etwas aufnehmen. Sie hatte auch starke Atemnot, wenn sie alltägliche Verrichtungen im Haushalt machte. Sie hat auch weitere Probleme wie Zöliakie, Rückenweh. Sie hatte einen Bandscheibenvorfall und einiges mehr. Ich bin dann folgendermaßen vorgegangen. Ich habe sie getestet. Es hat sich eine 15% Anlage mit zwei Querverbindungen gezeigt. Die hat sie dann geklebt. Am Schlaf hat sich noch nicht sehr viel verändert. Wir haben dann bereits nach 14 Tagen nachgetestet. Da zeigte sich die 80% Anlage, welche sie dann auch geklebt hat. Etwa 3 Wochen, dann ging sie zur Corona-Impfung. Ich habe die Impfanlage empfohlen zu kleben, was sie dann auch 3 Tage gemacht hat. Und sie hat mir nachher berichtet, dass sie in diesen 3 Tagen noch nie so gut geschlafen habe. Seit Jahren habe sie wieder einmal durchgeschlafen. Genau, wir haben dann kurzum nachgetestet, dann hat sich die Lunge gezeigt. Sie hat dann die Lunge geklebt und hat nachher berichtet, dass ihr Schlaf einiges besser geworden ist, dass er noch nicht jeden Tag gleich ist, gleich gut ist, aber dass sie im Allgemeinen viel mehr Energie hat am Morgen, fitter ist und dass die Atemnot einiges besser geworden ist durch den Tag. Es haben sich dann im Verlauf des Trainings noch weitere Organe gezeigt, die Niere, zwischendurch die Halbkörperanlage auf der linken Seite, dann die Blase. Und mit jeder Anlage wurde der Schlaf etwas besser und sie fühlt sich erholter. Heute ist es so, dass sie etwa 6 Stunden am Stück durchschläft. Sie sagt, sie fühlt sich am Morgen wirklich gut, sie kann problemlos wieder aufstehen, sie kann ihren Haushalt bewältigen, die Atemnot ist weg und sie ist wirklich nicht mehr eingeschränkt durch den Tag. Es gibt noch einiges, das sie erreichen möchte, aber der Erfolg hat sie total vom CRT überzeugt. Es hat mich gefreut, diese Erfahrung mit euch zu teilen und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, jetzt waren so ein paar Sachen dabei, geklebt und 80 und da kann jetzt wahrscheinlich ein Laie gar nichts mit anfangen, oder? Also Zellen geben ja Daten ab, wie sie funktionieren. Und bei dieser Methode bekommt die Zelle ihre eigenen Daten zurück, um einen Fehler zu erkennen, damit sie den beheben kann. Und wie testest du diese Zahlen aus? Also die Zahlen, die stehen grundsätzlich für bestimmte Anlagen. Also 50% ist so eine Anlage, da weiß man, der Fehler ist im Muskelsystem. Okay. Und bei der 80% Anlage ist das ein Fehler, wo man sagt, wie Organe im Zusammenspiel arbeiten. Also wenn die nicht in der richtigen Reihenfolge arbeiten, dann hat das eine Auswirkung auf die Leistung. Und deswegen, wenn ich herausgefunden habe, in welchem Bereich Zellen sind, die sozusagen in ihrer Kommunikationsleistung ein Problem haben, dann nehme ich sozusagen so einen Redator, weil den kann ich an der richtigen Stelle fixieren, indem ich den auf die Haut klebe. Und dann gibt die Zelle ihre Daten da drauf und bekommt die gleichen Daten zurück, als wenn sie vorm Spiegel steht. Und dadurch kann die DNA-Kette sich abgleichen, wo sozusagen ein Fehler entstanden ist. Und in dem Augenblick, weil wir ein Reparatursystem in der Zelle haben, das diese Fehlermeldung dann versucht zu reparieren, ist so in dem Augenblick, wenn sich das wieder richtig vernetzt hat, kann die Zellstruktur wieder normal arbeiten. Und die Regenerationsprozesse auf die verschiedenen Ebenen dann auch auswirken. Also ob jetzt Knochen oder Organe, das ist alles in diesem Reparaturprozess möglich. Also je nachdem, wo ich das hinklebe, entscheidet sich ja, welche Zellen sozusagen dort vernetzt werden. Also deswegen, wenn ich das für ein Organ klebe, sind das andere Punkte, als wenn ich das für einen Knochen mache. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben ja gemerkt, es geht bei einer Störung in den meisten Fällen nicht darum, dass da eine Blockade ist und deswegen hat man eine Problematik, sondern im Laufe der Jahre hat man so die ein oder andere Blockade mittlerweile gesammelt. Das ist wie so übereinander geschichtet, oder? Und dann gibt es eine gewisse logische Reihenfolge, indem man sozusagen das erst lösen kann.
Und deswegen, wenn ich einen bestimmten Test mache, kann ich einerseits erstmal testen, in welchem System ist eigentlich das Problem. Und ich kann hingehen und sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel im Organsystem bin, kann ich dann gucken, über welche Zone vom Ohr zeigt mir jetzt an, welches Organ genau betroffen ist. Und deswegen kann man zielgenau unterscheiden, ist der Fehler im Organ, Meridian oder Nervensystem und dann genau in welcher Zellstruktur am Körper. Und dadurch, dass der Klient sofort merkt, dass der Körper fängt an zu arbeiten. Das ist ja kein Wegzaubern, sondern ist ein Training, wo man Stück für Stück zu seiner alten Körperleistung wieder hinkommt. Jetzt frage ich mich, wie diese Zellen kommunizieren. Was ist in dem Zwischenraum zwischen Zelle und deinem aufgeklebten? Also sind das Frequenzen, Wellen, Licht? Also genau genommen ist es so, Informationen werden ja über Wellen transportiert. Es gibt verschiedene Arten von Wellen. Ich kenne das ja mit Lichtwellen, mit Stromwellen. Die haben alle unterschiedliche Wirkungen. Jetzt ist es so, Licht ist das, was am meisten Informationen transportieren kann. Und eine Zelle, die verbrennt Nährstoffe. Und bei der Verbrennung von Nährstoffen wird Licht freigesetzt. So wie wenn wir ein Stück Holz verbrennen. Und dieses Licht nimmt ja sozusagen die Information mit, wie diese Zelle gerade arbeitet. Mhm. Und deswegen ist ja, haben wir in unserer Sprache ja das auch drin, dass wir ja von einer Erleuchtung sprechen oder von, dass jemand wenig Licht hat. Also Licht spielt in der Funktion vom Körper eine wichtige Rolle. Und jetzt wird also das nicht irgendwie moduliert, sondern es geht nur darum, dass das passiert für die Zelle, was wir jeden Morgen im Badezimmer kennen. Wenn wir dort in den Spiegel gucken, sagt der Spiegel ja nicht, was wir tun müssen, sondern wir geben nur unsere Daten dorthin, kommen unsere Daten zurück und jetzt vergleichen wir, müssen wir uns kämmen oder nicht. Mhm. Und so ähnlich ist das für die Zelle auch. Es geht darum, dass man der Zelle eine Möglichkeit schafft, einen Funktionsfehler sozusagen in der DNA-Kette zu erkennen, damit sie ihn reparieren kann. Super spannend. Beim Schlafen, du hattest mal auch gesagt, als du da warst, du möchtest was entwickeln, was bei allen funktioniert. Ja, also das funktioniert wirklich immer, wenn man Zellen hat, die sozusagen, wenn ich herausfinde, welche Zelle den Fehler macht. Bei Schlafstörungen ist das Spannende. Also unser Gehirn ist ja für die Nacht gemacht, dass sie es abschaltet. Mhm. Aber unser Gehirn ist auch so aufgebaut, dass es sagt, wenn eine Funktion nicht funktioniert, dann warnt unser Gehirn uns davor und versucht, das zu kompensieren. Und deswegen, wenn Organe zum Beispiel, die müssen ja nachts automatisch arbeiten, wenn die aber die volle Leistung nicht haben, dann melden die ans Gehirn, dass man sozusagen die Körperaktivität auf ein bestimmtes Level wieder hochfährt, damit man nicht in eine gefährliche Situation kommt, aus Blickwinkel der Zellen. Und deswegen, je besser Organe zusammenarbeiten und nachts arbeiten, umso tiefer kann der Mensch schlafen. Und das ist das, was man hier sieht, dass in dem Augenblick, wo das Organsystem als einzelne Organe, aber auch im Zusammenspiel besser arbeitet, umso besser wird die Schlafqualität bei einem Menschen. Gibt ja auch eben die Aussage, dass manche Schlafstörungen haben, weil sie einfach zu viel Stress haben oder Gedankenkarussell. Oder jetzt wie bei der Dame mit den Wechseljahren, die Hormonstörungen. Kannst du das dann austesten, was da wirklich so die ursächliche Geschichte ist? Oder regelt das der Körper selber und dann löst sich die Blockade? Also grundsätzlich findet man immer die Ursache. Mhm. Weil wir Menschen reden ja nie von Ursachen, sondern von den auslösenden Momenten. Also wenn ich ein Loch im Dach habe, dann richtet es mich immer auf, wenn es regnet, dann wird es nass. Mhm. Weil dann das Dach ja die Funktion nicht hält. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wenn unsere Nerven die volle Leistung haben, dann empfinden wir Dinge nicht
in dem Maße als Stress. Aber erst wenn bestimmte Dinge in unserem Körper nicht mehr richtig funktionieren, empfinden wir, dass wir die Leistung, die wir gerade bringen müssten, gar nicht schaffen. Und jetzt einfach nur zu sagen, ich schütze mich, dass ich nicht so viel Stress bekomme, sorgt ja nicht dafür, dass in meinem Körper irgendetwas anders arbeitet. Ja. Und deswegen ist es ja spannend, dass man in dem Fall gemerkt hat, also die Lunge spielte hier eine wichtige Aufgabe. Und jetzt ist es halt so, wenn man dieses Zusammenspiel der Organe genau betrachtet, versteht man auch, dass Wechseljahre haben in der Regel mit der Funktion der Milz zu tun, weil die unseren Wärmehaushalt regelt. Mhm. Und wenn man guckt, dass die Milz eine Aufgabe hat, die Lunge zu versorgen, macht es klar, dass in dem Augenblick, wo das Organ nicht mehr richtig funktioniert, die Lunge mehr Schwierigkeiten kriegt wie vorher. Und dadurch ist das in der Phase deutlich für die Klientin spürbar gewesen, dass ihre Schlafqualität stark nachgelassen hat. Aber eigentlich war es die Milz dann. Nein, das war nicht die Milz, sondern da reden wir ja auch wieder vom auslösenden Moment, wo man sagt, unter welcher Funktion die sozusagen nachlässt als solches, wurde das schwieriger. Und deswegen merkt man, vielleicht um das so grundlegend zu machen, also stellen Sie mal vor, du hast hier in der Firma einen faulen Mitarbeiter. Mhm. Wer richt sich auf? Ja, der arbeitet. Alle anderen? Ja, aber genau. Wer richtet sich nicht auf? Der Faule. Also das heißt, Bereiche, die inaktiv sind, die nicht mehr richtig arbeiten, sind eigentlich die, die sich am wenigsten melden. Na schön gesagt, und ja. Alle anderen machen sich eher bemerkbar. Mhm. Und deswegen ist das so spannend, wenn man mal auf der Suche nach einer Ursache geht, dann achtet man auf etwas ganz anderes. Und zwar nicht auf die, die sich aufregen, sondern die sich über die Situation nicht aufregen. Die Zellen, die versuchen, bestimmte Dinge zu vermeiden. Weil dann müssten sie ja was tun. Mir ist noch nicht ganz klar, wie du das analysierst und drauf kommst. Ist das was wie ein Kinesiologisches oder wie könnte man das erklären? Also, wenn ich ein Auto habe, kann ich eine Probefahrt machen und kann gucken, okay, unter welcher Bedingung meldet sich, dass eine Funktion nicht so arbeitet, wie sie müsste. Und so ähnlich kann ich das bei Menschen auch machen. Ich kann einen Belastungstest machen, wo man sagt, welche Funktion ist eine Belastung für die Zellen des Meridiansystems, unter welcher Belastung müssen Organe mehr arbeiten und unter welcher Belastung müssen Nerven mehr arbeiten. Und die Nerven, das Organ, was unter der Belastung ein Problem bekommt, zeigt sehr an, dass dort Zellen nicht so zusammenarbeiten, dass sie diese Belastung jetzt bewerkstelligen. Und deswegen sind mit solchen einfachen Belastungstests, für die Muskulatur zum Beispiel, sobald ich die Muskulatur anspanne, muss mehr Blut durch die Muskulatur fließen und durch die Sehnenbänder. Das heißt, jemand, der sagt, immer wenn ich länger laufe, wird mein Problem schlimmer, hat ja einen anderen Hintergrund, als wenn jemand sagt, immer wenn ich viel sitze, habe ich mehr Schmerzen mit dem Knie. Und deswegen, diese Belastungstests, die wir herausgefunden haben, können sehr schnell und einfach erkennen, in welchem System man ist. Und dann ist es so, dass ein Mensch, je mehr man dort belastet, dann ja auch seine Blockade selber spürt. Wenn sich so eine Blockade löst, wir wissen ja auch so von vielen Menschen oder auch Gästen, die hier waren, dass sich da ja auch emotionale Themen festsetzen oft. Hast du auch die Erfahrung, dass wenn gerade Menschen mit so viel verschiedenen Blockadenschichten, dass sich da auch in der Psyche, im Verständnis oder vielleicht auch alte Erfahrungen, die da abgespeichert sind und noch verhärtet sind, es kann ja auch Wut oder Angst oder solche Themen sein?
Also gerade im Organsystem, aber auch in den anderen Systemen kann es sein, dass ja so eine Blockade, dass Zellen nicht mehr richtig zusammenarbeiten, durch ein Erlebnis entstanden ist, durch eine emotionale Überforderung. Oder auch durch ein Trauma wie ein Unfall. Und wenn ich jetzt sozusagen dort dafür sorge, dass die Zellen ihren entstandenen Fehler wieder lösen, dann kann es sein, dass sozusagen das Erlebnis kurz wieder hochkommt, dass er merkt, wobei ist das eigentlich passiert, und dass er das dann endgradig verarbeitet. Und dadurch kramt man dann auch die Nachhaltigkeit, weil dann kommt das auch nicht wieder. Dann müsste erst ein neues Erlebnis passieren, um wieder eine Blockade zu erzeugen. Das ist ja das Tückische, wenn die Blockaden noch bei uns im Körper sind, reproduziert der Mensch ja unbewusst diese Erfahrungen auf gewissen Ebenen ja vielleicht immer wieder, weißt du, oder? Ja, nicht nur vielleicht, also das hat was mit dem Resonanzgesetz zu tun. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einem Organ eine Blockade haben und das wäre für unser Gerechtigkeitsempfinden eine Sache, dann würden wir uns ganz schnell mit Dingen in Verbindung uns ranziehen, die ungerecht sind. Und dann würden wir uns die ganze Welt nur noch ungerecht empfinden. Und irgendwann hätte man so ein verzerrtes Empfindung und merkt gar nicht, dass das mit einem selber zu tun hat. Deswegen ist das Tolle, wenn jemand blockadefrei in diesem Bereich wird, verändert sich nicht nur seine körperliche Leistungsfähigkeit oder sein Schlaf, sondern das Leben im Ganzen macht mehr Spaß. Wenn wir jetzt gerade noch auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene bleiben, und ich jetzt dieses Training anwende, wie kann ich das in der Praxis umsetzen? Also kann ich das wirklich auch als zu Hause, als Privatmensch umsetzen oder gehe ich zu einem Trainer oder was gibt es da für Möglichkeiten? Also um seine Blockade zu finden und zu sehen, an welchen Stellen macht das Sinn zu trainieren, da ist es zu empfehlen, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, weil man ja selber sich ja nicht wirklich sehen kann. Und man mit sich ja auch immer etwas vorsichtig umgeht und sagt, ich will ja gar nicht die Blockade spüren. Aber man muss sie ja mal spüren, um sie zu finden. Wenn der Klient, der Trainer das gefunden hat, kann er das aufmalen, wo die Punkte sind. Und dann ist es ja nicht entscheidend, wer den Redator klebt. Ob ich den selber klebe oder der Zellreaktivtrainer oder jemand anders, die Wirkung entsteht ja auf eine physikalische Zusammenhang und nicht durch irgendeine besondere Fähigkeit von Menschen. Und wie man da auch gehört hat, manchmal braucht der Körper eine gewisse Zeit, bis die Blockade sich gelöst hat. Und dann kann es sein, dass sich dann erst eine andere zeigt, die auch da war, aber die in der Reihenfolge und Priorität noch nicht anstand, dass man sie lösen konnte. Super spannend. Wer setzt es denn schon um, also dieses ganze Training? Also ich habe das jetzt schon in 9 Ländern unterrichtet und bis zum heutigen Tag ist das schon eine 4-stellige Zahl an Menschen, denen ich das beibringen durfte. Schön. Weil es ist halt so, dadurch, dass es ein Training ist, dadurch, dass ich nichts falsch mache, der Körper schadet sich selber nie, wenn er mit seinen eigenen Daten in Verbindung kommt. Und weil wir auch keinen Reiz auslösen, habe ich das so konstruiert, dass es wirklich für jeden lernbar ist. Und dadurch, dass ich das umsetzen konnte, dass man das am iPad lernen kann, ist es auch so, dass wir keine Schranken haben und auch mit den Kosten, die heute Entfernungen mit sich bringen, wenn man auf Schulungen geht, hat sich das um ein Vielfaches vereinfacht, wenn man das lernen will. Schön. Wenn jetzt der ein oder andere sagt, oh, da möchte ich auch ein bisschen noch was drüber erfahren. Also entweder geht man auf die Seite Mach dich stark fürs Leben, www.mdsfl.info, oder man fragt einfach einen Zellreaktivtrainer. Man findet über die Seite halt, wo Zellreaktivtrainer ausgebildet sind, und dort haben wir die Broschüre für Mach dich für
Gesundheit ist blockadefrei. Die haben ganz neu fertig gemacht. Da sind tolle Erfahrungsberichte drin und die kann man dort bei seinem Zellreaktivtrainer bekommen. Super. Vielen Dank, lieber David, für dieses schöne Trainingskonzept einfach, gell, wo jeder anwenden kann. Das ist echt toll, ohne Nebenwirkungen. Ja. Klasse. Ich freue mich, wenn du wiederkommst und noch ein paar Erfahrungsberichte mitbringst und wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einiges mitnehmen aus unserer Sendung und werden auch vielleicht die ein oder andere Zelle wieder in den Optimalzustand bringen. Ich wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit, bis bald und tschüss.